Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Ja, wir haben, wenn wir ehrlich sind, doch relativ simpel. Bowsers Festung damit erreicht. Ah, der süße Duft von brodendem Lava. Echt prächtig, wieder hier zu Hause zu sein. Miedrich wird dafür bezahlen, dass er mir meine herrliche Festung geraubt hat. Man hat ja noch nicht die ganzen Statuen, würde ich sagen, entfernt. So, ich bin mal wieder so frei. Wir sind am Anfang. So sehr brauchen wir den Schutzbutton, hoffe ich mal noch nicht. Hallo. Okay, Schild Corporal. Okay, schön zu sehen, dass ihr immer noch nicht allzu viel aushaltet. Hey, jetzt Level up. Der eine hat uns mitbekommen. Ew. Ich habe noch nie grüne Goombas gesehen. Der Profi-Goomba. Und was auch immer ein Pratzi-Zwack sein möge. Okay, auf jeden Fall nicht ausdauernd. Ja, die grünen Viecher sehen freaky aus. Gerade vor allem, weil sie weiterhin halt ihre typische gleiche, wie in der Vergangenheit zumindest, gleiche Schuhfarbe haben. Oder Fußfarbe? I don't know, sind das Schuhe? Oh, great. Okay, das ging in Ordnung. Oh. Ja, sogar funktioniert hat, da Lust zu sprinten. Bowser, hast du mal wieder die Rechnung nicht gezahlt? Oh, wir haben einen starken Kollegen dabei. Er spürte Bowsers Präsenz. Er ist verwirrt. Ist das vielleicht so ein bisschen auch das Level, wo Bowser hier nochmal so ein bisschen glänzen darf? Oder ähnliches? Ich müsste eigentlich überlegen, umzudrehen und nochmal so ein bisschen Froschgroschen zu farmen, aber gleichzeitig wiederum. Ja, die sind definitiv. Hi. Der Giga Paracoopa. Nee, das hat den einfach verfehlt. Oh, das hat 40 Schaden gemacht. Das ist schon nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Ich bin davon ausgegangen, dass die super schwach sind, die beiden Buddies. So, hießen die anders? Einen anderen Namen wahrgenommen? Okay, auch du hast es wieder geschafft, verwirrt sein. Okay, aber solange wir das auch hinbekommen, selbst wenn Bowser nicht mit auf dem Spielfeld ist, im Hauptteam, dann werde ich da auch nichts ändern. Yes! Ja, oh, wow. Hab den wirklich am Ende aus dem Auge verloren. Oh, okay, die springen da. Ist ganz verzückt. Der Kollege in der Mitte. Okay, dann werden wir den, solange es geht, ignorieren. Hat den relativ überraschend schnell entfernt. Ich meine, er wird sich vermutlich während der Sekunde, in der er jetzt hier genau wieder bei Sinnen ist. Nicht mit mir. Ausnahmsweise mal nicht mit mir, soll ich sagen. Dann kriegt ihr aber schon eine. Wow, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich den nicht ausweichen darf. Was nicht das Schlimmste ist. Ja, selbst Peach haut hier kräftig zu. Hey, du schon wieder. Okay, lass mich mal ganz kurz einmal speichern. Und dann finden wir mal raus, was du, Dumpfbacke, von mir willst. Hey da, Mario, was macht die Kunst? Hast ja hoffentlich nicht vergessen, dein Spiel zu speichern, oder? Ab hier wird's richtig gefährlich, also benutze die über den Speicherblock da vorne, klar? Brauchst du irgendwas, Mann? Hab nützliches Zeug zu verkaufen. Bei mir gibt's klasse Sachen. Mhm. Du hast zumindest Sachen dabei. Durchaus. Okay, dann wollen wir auch hier nicht uns zurückhalten. Das Zeug will ich weiter nicht kaufen. Ja, okay.
Jetzt bin ich mal gespannt. Wo die siehst du 6 mysteriöse Türen? Möchtest du eine Erklärung dazu, wie man hier weitergeht? Ja. Hinter jeder Tür erwartet dich eine andere Herausforderung. 2 Türen bergen Öpfspielaktionen. Fordernde Parcours, auf denen du Geschick und Reaktion beweisen kannst. No thank you. Zwei andere Türen führen zu Kursen voller Kämpfe, die deine Kraft und dein Können auf die Probe stellen. Ganz ehrlich, dadurch, dass es am Ende immer noch ein RPG ist, wo wir Gegner auf die Nase hauen sollen, ist das immer noch mehr angenehmer, weil ich XP am Ende hoffentlich davon bekomme. Und hinter den letzten beiden Türen wartet knifflige Rätsel, ideal für versierte Tüftler. Sobald du durch eine Tür gehst, kannst du nicht mehr durch sie zurück. Der Kurs muss bewältigt werden, sonst gilt er als gescheitert. Welcher Kurs hinter welcher Tür wartet? Das ist eine Überraschung. 4 der 6 Kurse müssen gemeistert werden, dann öffnet sich der Weg nach vorne. Okay, I don't know. Kämpfe, yay! Oh, ich werde sogar gestoppt. Ja, okay, Kämpfe sind also vorgeschrieben. Hey, that's a lot. Sind die doch stark? Nur mal zumindest einen von denen haben wir relativ zügig umherhauen. Okay, solange ich hier immer wieder machen darf. Ja, und der letzte ist auch fast besiegt worden, nur durch Splash Damage. Ja, wir kriegen zumindest keine Münzen. Nicht, dass die auf Mallow wechseln. Und wie jemand Namen. Hi. Hier sind also nicht immer nur die, die da uns angezeigt werden von der Statue. Der in der Mitte ist so niedlich. Der kippt so schnell um. Der kippt super schnell aus den Latschen. Ja, gibt keinen Grund hier. Frag mich aber, ob es hier irgendeinen stärkeren Gegner noch geben könnte. Dieb. Das ist ein bisschen uncool. Aha. You know what? Reicht leider noch nicht, um einen von denen umzuhauen, aber vielleicht sind die Kanonen nicht so okay. Netter Versuch. Okay, also sie sind besiegbar, gut zu wissen. Oh, wow. Ein bisschen unheimlich, wow. Wie viel Schaden die anrichten? Ist nicht so, dass man sagt, man kippt gleich aus den Latschen, wie wir es in vergangenen Situationen hatten. Ich denke, man kann Minus drücken, um aufzugeben. Achso, wir können ja über hier das machen. Dann könnten wir theoretisch Gruppenheilung. Ja, immer noch besser. Solange wir 2 Leute haben, die dringend geheilt werden müssen, ist es besser, das mit einem Klick statt 2 zu tun. So, und zu guter Letzt. Okay, einer von euch. Was waren das? Kobolde? Okay, ganz verzückt, das heißt für dich töterliche, doch okay. Wird also schon weiterhin der Idee verfolgt, dass es Hunde sind. Cute. Wieder nicht geschafft, das Timing. Guten Tag. Upsi. Ja, man will eigentlich den Balken nutzen. Oh wow, das geht hier munter weiter. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich jedes Mal den Zauber sehen müsste. Hello. Okay, wir würden gerade hier wirklich von allem, was wir gefühlt so in der Vergangenheit angetroffen haben, begrüßt. Dass ihr da hinten schon noch mehr gibt. Oh, wow. Ich wollte sagen,
buffen, vollkommen witzig, weil wenn wir danach nochmal angreifen dürfen. Aber immerhin hat er, wenn auch nicht wirklich mit Schaden, versucht immerhin nochmal ein zweites Mal hintereinander anzugreifen. Hinterher. So, ich habe gerade einen simplen Pilz erhalten. Oh, hier muss ich aufpassen, hier ist ein Maximum von so wie Kapseln. Sind zwar noch nicht wirklich dabei. So, ich will einfach mal ganz kurz... Ja, okay. Ja, ich darf das hier nicht über die Art und Weise einsetzen. Ich muss wirklich dann hier rüber gehen. Ganz dringend den Pilz auswählen. Haben wir gegen die jemals gekämpft? Ja, eine Menge. Ich denke, es sollte klar sein, wenn jetzt hier unsere Fischfreunde kommen. Oder Unterwasserfreunde allgemein. Mhm. Soll ich mir ganz klar den nehmen, der einen Vorteil genießen darf. Hey, 21, 22. Ja, wie ihr angemerkt, das geht sehr zügig. Oh, behave. Ja. Ah, war ein Ticken zu schnell, um zu gucken, was für ein Level up er jetzt hier. Okay, das sind 6 Punkte. Das Level erreicht hat, aber im Endeffekt 19. So. Intec. Aha. 2 verwirrte Geckos und... Ja, die sind schnell besiegt. Oh, wow, really? Come on. Hä? Dann habe ich meine Combo aufrechterhalten lassen. Thank you. Deswegen 250 Schaden. Vielleicht hätte man das schon vorher regeln können. Das war's immer noch nicht. Come on. Das ist ja so eine Spielstreckung. Wow. Deswegen, also hier werde ich es vermutlich einfach im Sinne des Videos machen. Wir gucken uns jetzt hier wirklich ein. Von den jeweiligen Kategorien an, falls wir sie antreffen. Und wenn wir dann, dadurch, dass wir ja 4 von 6 machen müssen, das heißt, wir werden definitiv Sachen wiederholen dürfen, dann werde ich euch dann den Rest ersparen. Also wenn wir wirklich nochmal diesen zweiten Kampfraum finden und das wieder halt 3 Räume mit jeweils 4 Kämpfen sind, das brauchen wir nicht jedes Mal uns angucken. Klar, ihr werdet dann ein paar Levels verpassen, aber das habt ihr eh schon. Also, yay, Amelo ist hier MVP. It's the Peach. Sind das irgendwie jetzt mehr Kämpfe oder waren es wirklich bisher nur 2? Er hat Kleine mit dabei. Ja, die Kleinen haben den Großen. Oh, hi. Ich mach trotzdem einfach weiter. Yep. Ah. It's Mellow again! 19. Nur 2 Punkte, das sind 6 Punkte. Ich weiß, KP ist nicht das gleiche wie andere Stats, aber... Was? What? What are you? Oh, du bist so eine Tragtruhe. Will ich das dafür einsetzen? Sind Tragtruhen stark? Ja. Let's go. Also wenn ich beim letzten Mal gegen eine gekämpft hatte, hatten wir vorher wirklich einen Punkt bekommen, wo wir geheilt wurden und speichern durften. Das lasse ich also jetzt hier gar nicht als großartig zu. Oh, das hätte ich vielleicht mit Bowser machen sollen, ich Dumpfbacke, oder? Im Endeffekt. Wurst, glaube ich. Oh, oh. Was zum Kuckucks ein Dragomut?
wirkungslos, ey. Ich weiß nicht, wie clever es ist, halt weiterhin die Mimik anzugreifen. Oh, ah, hi. Ah, Sandsturm. Oh, das ist natürlich auch unfein. Ja, wir sind jetzt definitiv schwächer damit. Oh, wow, damit wirft er wirklich eine... Wow, what the? Und Mega-Erholung. Wo kommt denn der ganze Spaß jetzt hier gerade her? Achso, weißt du was? Ich will mal gucken, wo der sich gerade befindet. Anfällig gegen Sprungattacken. 708. Okay, schön verlockend, so Intro, oder? Das war alles. Thanks, Game. Schön bei einem, so einer Situation, wo man weiß, man muss halt. Oh, und das ist nicht abwehrbar. Oh, come on. Nee, ich nochmal Gedanken lesen. Könnten wir vielleicht mal den Drachen entfernen? Thank you. You know what? Einfach weil deine Attacken so nicht wirklich viel Schaden machen, ist Gino einfach besser. Ich überlege, dass ich jetzt schon... Oh, great. Dass ich jetzt schon wieder 50% meines Balkens aufgebaut habe. Soll mir natürlich hilfreich sein. Nee, du heilst dich erneut. Gut. Iha. 200 Münzen. Okay, im Sinne der Truhe. Ey, Sternenknarre erhalten. Es ist eine bessere Waffe. Interessant. Er hat vielleicht überlegt, oh, wenn man 5 Charaktere hat, aber es gibt 6 Tore und wir müssen nur 4 von denen machen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass jeder von denen irgendeine ultimative oder wenigstens bessere Waffe wie die Charaktere mit sich bringt. Okay, wieder ein Kampfraum. Den, wie angekündigt, erspare ich euch. Okay. Das war auf einmal sehr viel einfacher als beim ersten Mal. Die Bohrklaue. Oh, no, das war zu erwarten. Ja, das ist ein Upgrade. Wunderbar. 1 und 5 haben wir geschafft. Machen wir 2. Du hast 10 Versuche. Oh oh. Gut. Du hast 10 Versuche. Aha. Nicht ganz klar, was ich machen muss. What the fuck? Ich glaube nicht, dass das ansatzweise nachvollziehbar ist, was ich hier machen muss. Das Ding steuert sich nämlich für den Arsch. Soll ich da etwa jedes Mal hochspringen mit dem Ding? Ja, glaubt nicht, dass sich das andersweise gescheit steuert. What the fuck? Ich muss nach unten drücken, um nach oben zu kommen. Während halt die Dumpfbacken hier mir vollkommen... What the fuck? Die campen das Ding einfach. Ich versuche dem Zeug einfach nur auszuweichen, um das Ziel zu erreichen. Denn das Schöne ist ja, du musst in eine Richtung lenken, die komplett nicht nachvollziehbar ist. Okay, gut.
Das ist mir scheißegal. Oh, das ist einer von denen. Na, großes Kino. Oh, great. Überhaupt kein Gefühl dafür. What the fuck? Der läuft einfach mal los. Okay, das verliere ich. Das kriege ich nicht hin. Das ist, wenn die stillstehen, ist es in Ordnung. Wenn die nicht stillstehen, ist es so schwer. Ich will einfach nur ans Ende kommen. Alles, was man hier kriegen kann, ist es nicht wert. Heilige Makrele. Schallsimbeln, das ist wieder für Mellow in dem Fall, glaube ich. Okay, wie gesagt, wenn das jetzt nochmal angetroffen wird, machen wir das nicht nochmal. Okay, das ist was anderes. Grüß dich, ich bin Dr. Klopper. Offizieller Rüstungsrätselmeister. Dieses Mal gibt's Quizfragen. Deine Anleitung völlig, ja klar. Dann spitzt die Löffel. Du kriegst gleich von mir 12 knackige Quizfragen zu hören. 12 Stück, oh boy. Mit der richtigen Antwort hebt sich der Block, auf dem du stehst, um genau eine Stufe. Mit jeder falschen sinkt es um 2. Du hast pro Frage 5 Sekunden. Wenn du die ganze Zeit verstreichen, dann sinkt dein Block um eine Stufe. Mit diesen 12 Fragen von mir musst du insgesamt Höhenstufe 8 erreichen. Klar, dann hast du gewonnen. Oh oh. Mit der flinken Nitro-Tower im Berg, was verkauft der Übernachtung? Ich werde es nicht vorlesen. I don't know. I don't know. I don't fucking know. What the fuck? Wie singen B sum die sum? The fuck? The fuck? Da waren so ein paar Arschlochfragen dabei. Okay, was jetzt? Deswegen habe ich irgendwas verloren? I don't know. Das ist vor allem lustig, ich könnte jetzt auch was anderes machen. Wiederholen sich die Fragen? Wo genau haben... Mautuf? Ein Boss? I don't fucking know what. Perlen. Kroko, I don't know, 3? Ah, great. Und damit hast du Höhe 8 3, ich bin leicht nicht wahr. Neues Rätsel, neues Glück. Hoffe, du bist fit im Zählen. Ich gebe dir 10 Sekunden. 10. In dieser Zeit musst du ausklimmen, wie viele Fässer dort in der Ecke sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich will kurz die Augen schließen. Ah, okay, fleißig gezählt. Oh. Und jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, wie viele waren's? Korrekt, aber weißt du was? Es war nur die Aufwärmrunde. Jetzt geht's ins Eingemachte.
Aha, diesmal ist es nicht so einfach. Freu dich auf den Haufenfässer. Du hast 20 Sekunden. Oh boy. Frag mich, ob ich das Spiel nicht einfach anhalte oder einen Screenshot mache und mir das dann durchgucke. Ach du heilige Makrele. Okay. Mit bester Möglichkeit ist wirklich einfach einen Screenshot zu machen und zu zählen. Jetzt darf nur die große Frage sein, ob das, was ich gesehen habe, richtig ist. So, es waren 46. Correctissimo, bis wahrhaftig in Genevi. Oh. Und jetzt was ganz Neues. Und zwar ein Logikrätsel. Oh, fuck no. Ich mach schon mal einen Screenshot von dem, was ich gerade sehe. Die vier Gestalten hier heißen... Oh, no, fuck, no. Spooky, Gumbel, Knochen und Blubber. Sie haben einen Triathlon bestritten. Oh, no. Der Triathlon, den die vier bewältigt haben, bestand aus Schwimmen, Fahrradfahren und einem Marathon. Ich mach aus allem hier einen Screenshot. Sprich mit den Vieren, hör ihnen gut zu und sag mir danach, wer als viel... Als wie Vierter ins Ziel gekommen ist. Wer als wie Vierter ins Ziel gekommen ist. Beim Schwimmen wurde ich Dritter und in Disziplin danach war eine Platzierung auch nicht besser. Okay, also mehr als Dritter ist er beim Schwimmen nicht geworden, aber der Rest könnte noch schlechter sein. Ich habe im Fahrradfahren und im Schwimmen denselben Platz belegt. Im Marathon lagen zwei andere am Ende vor mir. Hey, das sagt erstmal noch nicht viel, außer mit dem, dass mindestens zwei vor ihm waren, also Dritter. Im Fahrradfahren war ich zwischendurch Vierter, kam am Ende aber auf dem gleichen Platz ins Ziel wie beim Schwimmen. Oh fuck. Ich lag beim Fahrradfahren und beim Endergebnis vor Knocho. So, ich habe jetzt hier für ein paar Minuten herumgerätselt, mir eine Tabelle in Excel erstellt, wie das ungefähr aussehen könnte. Ich werde das jetzt nicht allzu hier in die Länge ziehen. Wer das Rätsel wirklich lösen möchte, ihr habt hier die Möglichkeit, an den unterschiedlichen Stellen Halt zu machen und einfach zu gucken. Wichtig ist, ich war einfach so frei, denn ich habe jetzt nicht die Größe unbedingt Lust gehabt, aber das Spiel geht hin und macht die Aussagen, wer was sagt, zufällig. Und dementsprechend, man kann nicht einfach nach einer Lösung gucken. Na, Reihenfolge tüftet? Sicher doch. So, dann sprich nun mit den Vieren in der richtigen Reihenfolge. Erst der Erste, dann der Zweite, Dritte, Vierte. Okay. Wir haben... Oh, jetzt muss ich auch noch wissen, was deren Namen waren. Okay, das ist nicht unbedingt schwer. Blubber. Du sagst, ich war der Erste. Richtig. So, dann Zweiter wurde tatsächlich, wer würde es denken, Knocho. Dann haben wir Gumball. Und zu guter Letzt, Spooky. In Reihenfolge lautet also Blubber, dann Knocho, dann Gumbe und zuletzt Spooky. Das ist deine Antwort, ja? Genau. Und das ist richtig, gut gemacht. War ein Spaziergang für dich, oder? Dann bitteschön, der Weg ist frei. So, einen wichtigen Punkt kann ich schon mal anmerken. Vielleicht ist es ein Spoiler für diejenigen, die das jetzt hier vielleicht noch rätselmäßig lösen wollten. Aber... Bei einem Triathlon geht es natürlich darum, dass man erst schwimmt, dann übergeht zum Cycling, dann den Marathon läuft. Dementsprechend, wer am Ende beim Marathon vorne ist, gewinnt. Candies Bonbon, okay. Für Peach? Nicht Aufstellung? No. Mario hätte mich auch überrascht. Okay, ich habe scheinbar einen von denen bekommen, wo es gerade eben keine Waffe am Ende gibt. Fügt sämtlichen Schaden. Okay. Wir können eh nur drei von denen maximal haben, also irgendwann dürfen wir ruhig mal mit denen um uns werfen. Oh. Und waren das schon vier? Okay. Oh boy, wir müssen mal ganz kurz hier einmal die Level angucken, denn Mario mit 23 ist da jetzt schon gut voraus.
was ich relativ ulkig finde, weil man führt es bei ihm eher weniger. Man hat das Gefühl, grundlegend, die Gruppe ist sehr stark, aber Mario selber, er macht mir irgendwie zu wenig dafür. Koopa Cabra, Kadabra, hier steckst du also. Dies ist Schmiedlings Festung. Und Befugten ist der Zutritt untersagt. Hat da wohl jemand nicht so ganz Lust, ey? So. Halt alle Freunde mit der Macht des Regenbogens oder belebt sie wieder. No. No. Nicht mal ansatzweise. Also was? Bowser Time. Es ist clever, alles zu machen. Na, no, weißt du was? Ihr greift mal bitte noch nicht an. Ich glaube, ich warte hier. Schick. Ja. Ich glaube, ich wechsle nämlich hier mal ganz kurz ernsthaft auf Gino rüber. Und dann machen wir nämlich den Buff hier nebenbei. Ich bin gespannt, wie viel der wirklich austeilen darf. Ich meine, wir boosten trotzdem. Yeah, baby! Abwehr auch erhöht worden. Oh. Kadabra. Och, wo bin ich? Also, eure gnädige Grantigkeit. Schön, euch zu sehen. Wie geht's? Ich habe es irgendwie zurückgeschafft. Doch irgendwas muss mich hypnotisiert haben. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Aber ich etwa. Was habe ich falsch gemacht? Ach nein, hast du nicht. Und schwamm drüber. Und überhaupt bin ich heilfroh, endlich einen Schergen zu treffen, der mir noch treu ist. Ich bin ebenso, Freund Meister. Wobei ihr in der Zwischenzeit tüchtige Schergen gefunden zu haben scheint. Doch meine Magie hilft euch in jedem Fall weiter, egal wie stark eure neuen Beschreiter sind. Schaut her. Minimani Münzenregen. Dieser magische Schatztruhe gehen niemals die Münzen aus. Schaut also kräftig dagegen, so viel ihr wollt. Ich werde hier sein, falls ihr mich braucht. Kommt zu mir, falls ihr frische KP oder eine Magieauffüllung benötigt. Kann ich hier wirklich einfach farmen, wenn ich es auf anlege? Ich meine, nicht, dass es das wert ist, aber interessant. Kraftpunkt und Magie gefällig, dann seid ihr bei mir richtig. Schick. Dann haben wir hier einmal nochmal gespeichert. Oh, hi. Gott, da ist immer ein Zucken mit dabei, jedes Mal, wenn einer von denen runterfällt. Man kann sich in der Zwischenzeit nicht bewegen. Oh, wow, what the fuck? Wait, what the... Hä? Deswegen auf einmal durfte ich mich nicht bewegen, musste zugucken, wie das Ding auf mich zu... wir haben eine andere Waffe, richtig. Das ist das erste Mal, dass wir das so wirklich aktiv miterleben. Oh, das war zu früh. What the fuck? Wie lange ich warten muss, bis ich was machen darf. Ah. Hat man sich an das letzte Timing gewöhnt gehabt, so halbwegs. Dann ist das sogar noch mal eine Ecke schlechter. No. Nope, das war immer noch nix. Selbst das hat nicht gescheit funktioniert. Nein, nein. Am liebsten würde ich schon fast wieder umdrehen. Ich kann mich nicht bewegen, wenn die Dinger runterfallen. Da fallen halt so viele von denen. Das ist nicht mal, wo man sagt, okay, solange man halt es schafft, regelmäßig zu springen, passiert hier nicht viel. Ah, great. Ah, 30 doch mal zusammen. Ja, Mario ist natürlich jetzt vorher dran.
Kann auch außerhalb des Kampfes sein. Das war nicht mal genug. No! What the? Da wäre ja noch zurückgebumst. Das gibt's doch nicht. What the? Jedes Mal kann ich nichts machen. Ist nur nervig designt. The hell are you? So, du musst der berüchtigte Mario sein. Eine schlechte Leistung ist bisher geschafft zu haben, ich hätte es dir nie zugetraut. Oh, was für ein lebhaftes Gärchen du doch bist. Doch hier ist Schluss für dich. Oder hier ist Schluss. Nun bekommst du es mit mir zu tun. Okay. So, haben wir hier... Ne, wir haben nicht die offensichtliche Lösung. Wie beim Anfang des Spiels. Nee, noch nicht. Interessant, manchmal werden die Button-Prompts angezeigt, aber bei den letzten Malen so überhaupt nicht. Na, bleib mal. So. 117, what the fuck? Das war eine Menge, die ich nicht erwartet habe. Oh boy. Okay, immerhin ist der Schaden ordentlich. Obwohl er noch nicht mal perfekt war. Hey. Ich frage mich immer noch, ob der halt... Gifte deine Feinde. You know what? Why not? Achso, oh, im Kreis drehen. Echt funktioniert's ja. Okay, aber der Schaden existiert immerhin. Es geht also in Ordnung. So, wenn wir jetzt das vielleicht mal gebacken bekommen, wieder 5 Sterne hinzubekommen. Sehr schön. Meisterstreich. Okay, du hast mich auf 1 HP reduziert. Ist nicht ganz so schick. Oh. Das, oh wow, er ist blau geworden. Er hat was getrunken. Bin mal so frei. Bloß eine Kampfanzeige. Sehr schön. Ich meine gerade. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht irgendwie stillen dürfen. Und ich meine nicht das auf die Art und Weise. Ja, weil es ein Bossgegner ist, die lassen sowas nicht zu. Ja, okay, du hast definitiv an ihr vorbeigeschlagen. Das habe ich definitiv sehen können. Er ist nicht mal geschafft, den Ohrring damit zu entfernen. So. No. Ja. Das war ein bisschen riskant, weil Bowser ein bisschen HP verloren hat, aber ist mehr als wert, das bei einem Bossgegner hier so zu machen. Gerade weil wir auch nochmal gestärkt werden. Unmöglich. Die wollen mich besiegen. Das werde ich nicht so, dass ich werde triumphieren. Raucherlunge. Ein Anfall. Ein Hustenanfall sogar tatsächlich. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich bin ein Krieger, ich bin bereit. Kettenknecht ab mit dem... What? Au. Auf immer Wiedersehen. Shogurai, ein armer Meister. Doch keine Sorge, diesen Fall übersteht ihr locker. Die Perspektive auf einmal. Also dann, Mario, ich werde euch dann nach unten bringen. Nach oben, Beilung. Alle festhalten, klar. Und Abfahrt. Ja, nichts Besseres zu tun, ey.
Ja, dass man die einfach die anderen beiden auch noch hinzuruft. Also kommt Musik ins Spiel. Und schneller. Gott, wie groß ist denn das Schloss? Ist er jetzt, Chefetage? Würde jetzt die Gurte festschneiden und... Ach so, stimmt ja. Wir haben ja gar keine Gurte. Merkwürdiger Screen. Oh, hi. What? What? Whoa, really? Die Augenschützen Exor. Ich bin... what? Okay, die Augenschützen schützen Exor. Ich bin immer noch so ein bisschen überrascht, dass wir jetzt hier stehen. Ist clever, ihn zu boosten? Ja, vermutlich schon. Habe ich es hinbekommen? No. Kann ich das blocken? Ja, zumindest nicht so. Ja, okay. Regino lohnt sich jetzt noch nicht. Dementsprechend eine einfache Heilung. Ne, schön. Ja, dann fang du einfach mal an. Vielleicht, dass wir das rechte Auge schon mal angefangen hatten. Du mach mal bitte das da, weil du am wenigsten Schaden aktuell anrichtest. Okay, das funktioniert nicht gut. Sicher, sicher. Und gesehen, aber mit dem Splash Damage kann man alles. Exoschuss wurde aufgehoben. Oh, oh, okay, hi. Ja, nicht abwehrbar finde ich leicht wenig lustig. Kann ich damit jetzt darauf zielen? Ja, theoretisch schon. Ich versuche hier so eine gewisse Logik aufzubauen. Ja, der Mund missfällt mir. Oh boy. Wie einfach alle eingepennt. Nee, nicht Technik. Ja, muss ich leider jetzt spielen. Wie schön, dass dann halt auch das Mellow gegeben wird. Ich probiere es einmal. Vollkommen wirkungslos. Great. Ah, da ist noch kein Timing dabei. Wann ich wirklich für den Block bereit sein muss. Oh, great. Die Augen schützen. Okay, die Augen sind wieder da. So. Ich habe eigentlich, glaube ich, mehr davon, jemanden zu haben, der hier tatsächlich mehrere Sachen angreifen kann. Außer die meisten Sachen machen keinen Schaden. Dann sieht es wieder anders aus. Genau, nicht wieder. Oh, verwandelt. Fangen wir mal noch, ob es besser wäre, den Mund loszuwerden. Einfach damit der ganze Spaß da unten nicht mehr passiert. Sieht anders aus. Du bist am Pen. Okay. Habe ich was davon, hier mit der Technik zu kommen?
probier's. Aha, das hat nämlich das entfernt. Sehr gut. So, dann... So muss ich das Cleverste ganz kurz... wieder alles zu füllen. Nice. Weiß zwar nicht, was das extra Item im Endeffekt sein... Oh, nice. Was genau ist... Wait, ach so, weil die Augen noch... ja, ich dummfacke. So, No, nicht... No. Ja, weil du das XP-Ding anhast. Great. Und du könntest theoretisch immer noch springen und Feuerbälle einsetzen? Wild. Okay, Schutz wurde aufhören. Great. So, und dann würde ich sagen, wenn das so gut funktioniert. No, mehr nicht sind. Nicht wirklich. Vielleicht hätte ich dich auswechseln sollen, ja. Der Bowser eigentlich rausnehmen müssen, glaube ich. Ja. Wir gehen nämlich jetzt hin, schmeißen dich hier rein. Das ist ein bisschen doof. Aber. Damit kriege ich die nämlich alle wieder zurück, genau. Oh, what? Ah, oh, nicht, dass der Mund jetzt schon wieder zurück. Great. Oh, come on. Deswegen kann man die aus dem Schlafbereich rausziehen? So richtig darüber bewusst bin ich mir nicht. Guck mal rein, Junge. Immerhin haben wir ein paar von denen. Ah, oh, es ist zu früh. Ich muss eigentlich irgendwann mal zum Schaden kommen. Ah, der Mund ist so furchtbar. Und jetzt pennen sie schon wieder alle. Ja, das war's trotzdem für dich. Du musst eigentlich schon auf... No. Wenn du es verwandelt wirst, habe ich einfach verloren, oder was? Ja, wechsel zu einem, der aber nur mehr aushält. Das ist ja ein schöner Bullshit, wenn ich mal ehrlich bin. Was ist das für Peach? Ja, yep. Great. Ganz toll. Großes Kino. Ja, der Kampf ist einfach nur nervig. Hätte wissen müssen. Warum durfte ich nicht zwischendurch speichern? Hab ich irgendwas? Ist mehrere Leute wieder belebt? Belebt einen wieder. Dann muss es wohl Peach sein. Habe ich jetzt überhaupt noch jemanden? No. Ist wieder mal nicht, welche Tasten ich drücken muss, um hier gescheit zu arbeiten. Das Problem ist tatsächlich, dass Mario eigentlich für den Arsch ist. Dadurch, dass er keine wirklichen Gruppen oder AOE-Attacken mit sich bringt. Das Timing ist so für den Arsch. Okay, du. Angriff auf einen.
Diskus ist nur auf einen? Eigentlich Overkill. Wir brauchen eigentlich nur das Auge loswerden. Am liebsten würde ich trotzdem den Mund aufmachen. Ich glaube, der Mund ist nämlich das Gefährlichste hier in der kompletten Situation. Der ganze AOE-Scheiß. Wie viel der einstecken kann. Deswegen, die Kristallattacke ist nicht das größte Problem. Ja gut. Ne, ich glaube, ich prüge jetzt einfach nur auf den Mund ein. Yes, okay, sehr gut. Nope. So, jetzt endlich mal wieder aufs Eigentliche. Nur noch vom Timing für den dann. Thank you. No, das fühlt sich wie eine Verschwendung an. Ich das machen? Oh, geht auf alles los. Hätte ich vielleicht lesen sollen. Geist noch mal an. Ja, oh. Okay. Ja, das Problem war, ich glaube, Gino hatte nicht das gute Zeug angelegt. Der lief immer noch mit seinem Messradar herum. Waffenwelt? Wo sind wir hier? Exor scheint eine Art Verbindung zwischen zwei Welten darzustellen. Und das bedeutet, dass wir nur diesem Pfad folgen müssen, um Schmiedrich zu finden. Gut, lass uns los. Schön langsam, klar. Ich bin nur mit euch Lumpen mitgezogen, um meine Festung zu kriegen. Das ist mir egal. Aber blöden Sternstück, Hatz könnt ihr alleine erlegen, klaro. Ich gehe jetzt meine Sterne versammeln und dann wird erstmal eine schöne Festung wieder aufgebaut. Und dazu gehörst jetzt auch du, Mario. Also mein offizieller Stärker, hast du gefälligst bei meinen Reparaturen mitzuhelfen, klappiert. Aber Bowser, du scheinst nicht ganz zu verstehen, was hier alles auf dem Spiel steht. Spiel? Mich nicht in Rätsel in Holz gestellt. Denk doch, Bowser. Das Riesenschwert verbindet zwei Welten miteinander, diese hier und unsere. Nur wenn wir Exor besiegt haben, es werden ganz gewiss weitere Lakaien Schmiedrichs erscheinen. Und weißt du auch, wo? Genau, mitten in deiner Festung, dort, wo das Riesenschwert steckt. Sag, freust du dich darauf? Außer Stören, Friede in meiner Festung, nie wieder meine Ruhe haben, nie wieder Privatsphäre. Das ist ja grauenhaft, einfach furchtbar. Ob ich nicht lieber doch? Ah, kommt nicht in Frage. Einfach diese Meckerlinge hinterherlaufen, was würden denn die Leute sagen? Japs. Sagen, hört schön her, keiner kränkt den großen Bowser, ohne einen Denkzug verpasst zu kriegen. Und Schmiedrich, der hat mich gekränkt, jawohl. Denker geht das überhaupt nicht. Und darum los, Mario. Wollen wir jetzt im Sauserschritt. Diesem Schmiedrich polieren wir das Blech im Namen des großen Bowsers. Der hat's mehr bekommen, der Blödmann. Na, in dem Fall sehen wir wohl alle am gleichen Strang. Dann lass uns mal los. Okay. Ja, er hatte den Alarmring. Hätte immerhin hier den kompletten richtig guten Schutzring gehabt, hätte Arm mehr ausgehalten und hätte wenig konstante Verwandlung abbekommen. Okay. What? Huh? Oh, really? Oh, goddammit.
Hätte man nicht einfach mich normal rüberlaufen lassen können? Also, oh, also so charmant wie das Spiel ist, es hat ein paar wirklich frustrierende Stellen. Sag mal, wie häufig willst du da abrutschen? Deswegen, es sollte klar sein. Nee, eigentlich ist es nicht unbedingt klar. Deswegen, das Beste ist vermutlich immer wirklich ganz nach vorne stellen. Man kann vielleicht... Okay, rüber. Man kann gerade drauf stehen bleiben. Und dann kann man immer einen Schritt nach vorne gehen. So funktioniert das halbwegs sicher. Oh. Jetzt haben wir noch einen Gegner hinzugefügt. Hihi, ist es nicht lustig? No, it's not. Ist das wirklich jetzt der Sinn des feinen, denke mal, finalen Levels? Dass es eigentlich nur darum geht, mir hier auf den Sender zu gehen? Oh, hi. Jetzt gibt es auch noch mehrere Wege, die ich einschlagen kann. My favorite. Oh. Guten Tag. Hab ich immer noch nicht. Wow. Wollte sagen, immer noch nicht dran gewöhnt. Wann ich das Timing haben muss. Ist das der richtige Weg im Endeffekt? Who knows? Ist zumindest erstmal kein Gegner in der Nähe. Press the button. Sure. Dann haben die mich nie mal gekriegt. Wo da so viele waren. Ich weiß nicht, was hier kommt, aber ich will es herausfordern. Aha. Ultrahammer. Das klingt natürlich nicht verkehrt. 15 Stärke. Mehr. Achso, das ist das Maximum. Oh, what are you? Alarm, es ist Mario. Mario, Alarm, Mario, Alarm. Wer sich hier reinschleicht, dem klingeln wir den Marsch. Aha. Okay, Idee ist wie immer. Wir boosten. Doch, beides hat sie geschafft, aber wir kriegen keine Combo dafür. Wir wechseln auf The Bowser. Und ich würde sagen, nutzen unseren Meter. So, ich hoffe, das hat so ein bisschen was. Oh, es gibt mehrere Stellen, die wir angreifen können. Weglass nach. Klingel länger. I don't know. Oh, neues Timing. Oh. Klingeling 1 Uhr. Zeit für ein frostiges Intermezzo. Ah, great. Oder? Hat ja alles überhaupt nicht funktioniert. Ist ein bisschen Schaden mit dabei, so ist nicht. Und das war scheinbar halbwegs vom Timing in Ordnung. Wow. Sehr gut. Klingt 3 Uhr Zeit, sich zu erholen. No! Okay, immerhin nur eine Stelle. Achso, auf die habe ich ursprünglich ja gar nicht eingeschossen mit dem Strahl. Vielleicht geht's in Ordnung. Sehr schön. Oh. Pechroulette. What the fuck?
Okay, also haben wir jetzt hier endlich die Charaktere, die mit dem One-Hit-KOs kommen können. Großes Kino. Yep. Okay, ich wusste nicht, ob ich dem ausweichen darf. Klingt 5 Uhr Zeit, die Aurora zu bestaunen. Sag mal, was ist denn das für eine Scheiße? Deswegen, ich komme jetzt zu nichts. Jetzt muss ich wirklich meine drei Dumpfbacken hier babysitten, weil der mit einem Angriff so viel Schaden anrichtet. Und wieder mal darf jemand sterben. Jetzt ist der Heiler. Richtige Zeit für eine Mega-Erholung. Oh, meine Fresse. Ich komme jetzt zu nichts. Ich muss eigentlich jetzt immer gucken, mit Gino anzugreifen, in der Hoffnung, dass er jetzt immer noch geboostet. Nope, er ist nicht mehr geboostet. Kann ich davon was zu wechseln? Vielleicht einfach jemanden mehr zu haben, der angreifen kann. Auch wenn der vermutlich eh gleich wieder stirbt, einer von denen. Oh mein Gott. Okay, mit dem dritten Sprung. 1, 2. Viel zu früh. Oh, what? Ich dachte, er hätte Bowser anvisiert. Moment, Moment, wenn der nur 100 Schaden macht, dann mache ich das, glaube ich, lieber so. Ja, das ist besser. Das Zifferblatt wurde zerstört. Hey! Oh, wow, really? 1, 2. Das war zu früh. Und das war zu spät. Stumpfbacke bis platt. Das war wieder zu früh. Ach, die Reihenfolge, wie das abläuft, ist gar nicht, wie ich es will. Meine Fresse. Deswegen, jetzt muss ich dich auswechseln. Ja. Die Zeit schreitet voran. Das ist jetzt zum Glück erstmal nichts. Heulenglocke. Oh, meine Güte. Jetzt kann er wieder nichts machen. Er war eigentlich derjenige, der jetzt wiederbeleben soll. Das muss ich jetzt kurz ignorieren. Weil du nämlich mit dem Muntermacher arbeiten musst. Okay. Ich finde es schön, dass sie zum Teil einfach nichts tun. Sehr gut. Er hat den Kombometer vorangebracht, also es war nicht komplett verkehrt. Hey! Obwohl der natürlich auch weiterhin die Möglichkeit hat, einfach Insta-Kills auszulösen. Ich habe, glaube ich, zwei von denen mal geblockt. Und dann ist das Timing wieder aus dem Fenster. Eins, zwei. Nice. Das war ein Krampfboss. Holy shit. Der Mario levelt natürlich hier munter weiter. Und das Schöne ist, man merkt es nicht. Man merkt sie überhaupt nicht. Hoppala. Da ist das besser. Oh ja. Die geben also alle hier richtig schön viel. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Ende. Und vielleicht ist es dann beim nächsten Mal schon soweit, dass wir zum Finale übergehen. Who knows? Ich bedanke mich, verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.